Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von der PTS World von Skyrim. So, in der letzten Folge haben wir eine weitere Quest vorange. Also wir haben weitergemacht. Ja, in der Höhle. Ausfliegen hat gerade gar nicht. Dekommand. Genug, genug. Ich ergebe mich. Ja. So, dann ab in die Höhle. Warum leckt denn das Game auf einmal so? Das war schon. Ist das deren Ernst? Wow. Dann reiten wir aber schnell zum Drachen rüber. Bevor es in Richtung Schornsteine geht. Weil es da eh noch eine Mine. Alter, nee, ne? Wie viel als Nord-Eis-Resistent? So. So, Lydia, du müsst gleich wieder für mich schleppen, und zwar Drachenknochen und Drachenschuppen. Was braucht ihr? Nehmen. Verstanden. Nehmen. Gut, verstanden. Sonst noch etwas? Das wär's. Was ein für ein Wort der Macht. Okay. Auch schon Bogen rum. Okay, da war jetzt nur. Da war jetzt wohl eigentlich. Warum steht hier eigentlich Schmelze? Aha.
Alter. Lydia, wir müssen dich das für mich schleppen, und zwar solltest du erstmal den Streitkolben nehmen, den Stab nehmen, den Stab nehmen. Ich gebe euch Deckung. Na schön. Was denn? Was braucht ihr? Gut, verstanden. Gut, verstanden. Puzzle. Hä? Ich den dritten Stab im Inventar? Nee. Sonst noch etwas? Nein. Weil ich mit den Stab noch nicht. Ist der weggebackt? Der Staub weggepackt einfach. Ist ja geil. Kommen wir zumindest zum nächsten. Hat einen herzlichen Wachturm eigentlich schon gemacht? Hatten wir. Nordwind. Das ist die Mine. Okay, war knapp. Aha. 22 Gold, nehmen wir auch mal gern. War schon. Haben wir die Mine durch? Ich würde sagen, machen wir kurz mehr als jeder, damit wir das Pferd haben. Danach können wir. Nein, nicht da. Danach gehen wir nach Schorsteine. Und von Schorsteine gehen wir dann weiter Richtung Dings. Richtung Winterfeste. Wieder. Zur Akademie zurück. Oh, nee, ne? Ah, okay, hier geht's runter zum Weg. Okay, jetzt sind wir da gelandet. Okay, jetzt müssen wir einmal um den Berg kommen. Egal.
Hund. Vor uns schon Steine. Oh nein. Im Namen des Jahr. Keine Bewegung. Sterb, elender Hund. Dir? Kannst du sie looten? Kann ich nicht machen. Tut mir leid. Kann ich nicht machen. Tut mir leid. Ach, wie wir daneben sind. Da haben wir die Rüstung. Hallo. Ich hoffe, meinen Eltern geht es gut. Ah ja. Anscheinend hat er den Beutel mit lauter Briefen zurückgeschickt. Ich freue mich darauf, sie zu lesen. Ich bin euch dankbar für die Zustellung. Hier, ich möchte euch das geben. Ich bestehe darauf. Oh, danke. Eigentlich habe ich für uns erwartet. Ach ja? Ist euch diese Behauptung vielleicht ein paar Septime wert? Top, die Wette gilt. Unser Pferd. Unser Pferd. Jetzt heißt Richtung Dings. Da kommen wir noch irgendwie an den Drachen vorbei, aber ich weiß gar nicht, wie viele von den Drachen Dings es gibt. Da würde mich mal interessieren, wie viele Dungeons haben wir? Einige haben wir schon. Hinter dem Berg ist Winterfeste. Ich liebe aber solche Landschaftssanden jetzt. Ah, ganz hinten. Wenn man mal guckt. Und zwar, wenn ich gerade hingucke. Da, das müsste die Akademie sein. Das ist der Zugang zur Mine. Wow. Das ist vielleicht noch falsch anbekommen. Da ist eine Höhle. Nehmen wir die Höhle mit. Hier als er weg ist. Wo ist die Höhle oben? Wo ist sie am... ist sie am Wegesrand? Die muss sein. Ah, wieder weg der Wandstein da. Sehr geil. Ist auch wieder da. So. Ja, sorry. Ihr müsst da hoch, ich bin zur Höhle. Ich würde mir echt wünschen, dass halt echt der Elder Scrolls 6 echt vielleicht mit zwei Engines entwickelt wird. Vielleicht kriegt man es irgendwie hin.
Weil ich meine, es gibt Spiele, die tatsächlich zwei Game Engines nutzen. Also grafisch gesehen Unreal 6, wenn wir da Unreal 5. Alter. Hier ist nichts. Wo ist der Eingang in die Höhle? So. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Ich will der Empfehl jetzt keinen Namen. Ja! Können wir aber nicht looten. Nein, Alter! Ist das aber eine Überraschung? Oh, Nordrüstung. Und die nehmen wir mit. Hier, ich Bock. Ah. Drei Dietriche, da haben sie noch die Dietriche gespart, weil wir hätten wieder einen abgebrochen. Haben wir da schon? Alter! Bernstein. Ah, hat sich gelohnt, würde ich sagen. In 8 Gold. Ja. Okay. Abgesucht. Den Eiltypen können wir echt nicht looten, wieso einmal. Jo! Nee. So einmal kann. Haben wir die Höhle auch noch? Am kaiserlichen Lager. Hier an dem Bergland haben wir eigentlich alles. Hier. Das Ding haben wir. Hinten waren eh kein Drachen. Und hier an dem Berg. Eigentlich waren wir in den Bergen. Wir können nur die mittendrin haben. Wir vielleicht haben wir das vergessen. Also wir haben tatsächlich relativ viel schon abgedeckt. Den mittleren Bereich waren wir noch nicht. Hier könnte noch ein Drache sein.
Wir werden aber später über die Hauptquest weitermachen. Mal nochmal angucken. Ey, imagine. Wenn es wäre, wenn wir wirklich irgendwann alles haben. Wir jeden Dungeon hatten. Aber es dürfte lang dauern. Einfach, hat das überhaupt schon jemals ein Skyrim-Spieler oder Player gemacht? Skyrim kommt wirklich jeden einzelnen Dungeon. Dass man viele Dungeon macht, ist klar, aber ich glaube generell alles in Skyrim zu sehen ist halt schwer. Vor allen Dingen kommt dann ja noch Soulstime, wo es da nochmal, glaube ich, über 30 Dungeon-Orte gibt. Die Orte gibt es nicht in Elder Scrolls, sondern in Skyrim. Hier mal ganz kurz nachgucken. ...375, glaube ich, im Grundspiel. Ohne noch Sachen, die jetzt durch diese Creation Club hinzugekommen sind. Beziehungsweise Orte, die durch all die DLCs hinzugekommen sind. Oh nein. Ihr braucht etwas? Den Riesen will ich mich mal nicht anlegen, weil die sind, glaube ich, Level 35. Oder die Mammuts sind Level 35. Wir sind jetzt über 30 und wir sind gerade mal 25, fast 26. Alter. Hier seid mir einen würdigen Tod zu bescheren. Ja, würde ich mich einfach hinlegen und sterben? Meine Zeit, Malakat hat mir die Vision eines Glora. Wie ihr seht, ist es noch nicht geschehen. Vielleicht. Seid ihr euch da sicher? Wir werden sehen. Hier ist nie herkommen. Lydia! Sorry, die Technik nicht mehr mit. Das ist eine Hütte.
Alter. Er will jetzt auf die Hütte. Wieder gar keinen Bock. Okay. Aber gut, ich würde sagen, dann habe ich es wieder gefallen, wenn wir weiterkommen, vergesst nicht den Kanal zu abonnieren, wenn ihr verpasst habt, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.